Ja, was sind die Gründe, die einen Khula rechtfertigen? Natürlich, wir müssen erstmal den allgemeinen Hadith nehmen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Ayyuma imra'atin talabat min zawjiha at-talaq bighayri ba's fa haramun 'alayha ra'ihatul jannah. Jede Frau, die von ihrem Mann die Scheidung verlangt, ohne einen islamischen Grund, für sie ist das der Geruch des Paradieses verboten. Das heißt, wenn das die Qaida, die Regel ist, dann müssen wir jetzt gucken, mit welchem Grund hat sie die Khula beantragt oder verlangt. Weil wenn sie das einfach so gemacht hat, dann wird diese Strafe sie einholen, dass sie nicht mal den Geruch des Paradieses riecht. Aber wenn das ein berechtigter Grund ist, zum Beispiel, der Mann nimmt Drogen, kümmert sich nicht um die Familie. Haben wir viel in dieser Zeit. Drogen oder Alkohol, er ist alkoholsüchtig oder drogensüchtig, eine Sache. Zweitens, der Mann zieht durch die Runden und du siehst nur Sinner hier und Sinner da. Im Übrigen, das ist auch bei den praktizierenden Geschwistern, ja, die fünfmal am Tag beten, möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinhalten. Was meint ihr, wie viele Anfragen wir bekommen wegen Geschwistern, die angeblich praktizierend sind, dass sie so viele Sinnerbeziehungen neben der Frau haben? A'udhu billah, diesen Männern sage ich, sie sollen Allah azza wa jalla fürchten. Sie haben eine tugendhafte Frau zu Hause. Wallahi, und meistens, sie zeigt Geduld. Sie zeigt noch Geduld, obwohl er diese Schandtaten draußen macht. Und das fehlt noch, dass er mit irgendeiner Prostituierten draußen was hat und damit seine reine Frau ansteckt. Das fehlt noch. Und daher, liebe Geschwister, wenn jemand zum Beispiel diese Sinner draußen macht, er kümmert sich überhaupt nicht um seine Familie, weil das größte Recht der Frau über den Mann ist was, dass er sie versorgt. Dann ist das auch ein Scheidungsgrund. Und wenn ein Mann auch nicht arbeitet, faul auf der Sofa sitzt, auf der Couch liegt und nichts machen möchte. Und wallahi, wir haben so viele arme Schwestern, subhanallah, die haben 5 oder 6 Kinder. 5 oder 6 Kinder. Der Mann liegt auf der Couch zu Hause, er lässt sie die ganze Arbeit machen. Er lässt sie die gesamte Arbeit machen. Wie viele Kinder hat er?